Moin Moin aus Kanada. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in Nordamerika unterwegs bin. In dieser Folge nehme ich euch mit auf einen Roadtrip durch die Region Neufundland und Labrador. Auf geht's! Ich startete meine Reise im Gros Morne Nationalpark, der sich an der Westküste Neufundlands befindet. Der Gros Morne ist zudem der zweitgrößte Park im atlantischen Kanada und wurde 1987 zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt. Der Name des Parks ist abgeleitet von Neufundlands zweithöchstem Berg, dem Gros Morne Mountain. Mein erster Stopp waren die Tablelands, gelegen zwischen Trout River und Woody Point. Hier kann man auf der tatsächlichen Erdkruste entlang wandern. Nach einem kurzen Halt in Woody Point fuhren wir weiter nach Rocky Harbor in der Nähe von Bombay. Dieser kleine Fischerort ist der ideale Ausgangspunkt für Touren zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten im Nationalpark. Mein absolutes Highlight im Park war jedoch die Tour zum Western Brook Pond. Wie alle Fjorde wurde auch dieser während der Eiszeit durch Gletscher geformt. Nachdem diese schmolzen, verlor der Fjord jedoch die Verbindung zum offenen Meer. Dies ist der Grund dafür, dass der Fjord heute mit einem der reinsten Süßwasser der Erde gefüllt ist. Dort befindet sich auch der zweithöchste Wasserfall in Kanada, die sogenannten Pissing Mare Falls. Weiter geht die Reise nach Labrador, wo ich die ersten Eisberge zu Gesicht bekam. Nachdem wir nach Labrador übergesetzt haben, stehe ich nun in Red Bay. Das ist der Ort da unten. Und das ist gleichzeitig die zweite UNESCO-Weltkulturerbestätte auf unserer Reise. Etwa zwischen 1543 und dem frühen 17. Jahrhundert war Red Bay ein Zentrum baskischer Walfangaktivitäten. Die Entdeckung der dreimastigen Galeone San Juan im Jahr 1978 bestätigte die Vermutung, dass Red Bay der erste Ort für transatlantische Fischerei war. Dieses Mal übernachteten wir passenderweise im Leuchtturm-Wärterhäuschen von Point Amour, dem höchsten Leuchtturm im atlantischen Kanada. Und natürlich stellten wir sicher, dass das Licht die ganze Nacht brannte. Unser nächstes Ziel war gleichzeitig mein Lieblingsort in Labrador, das auf einer kleinen Insel gelegene Fischerdorf Battle Harbour. Für mehr als zwei Jahrhunderte war Battle Harbour das gesellschaftliche und wirtschaftliche Zentrum der Südostküste von Labrador. Der kommerzielle Fischfang etablierte sich hier in den frühen 1770ern und sorgte für einen wirtschaftlichen Boom, der Battle Harbour kurzzeitig zur Hauptstadt von Labrador machte. Heute ist Battle Harbour eine Art lebendes Museumsdorf, in welchem an das Leben und die Arbeit der Menschen von Neufundland und Labrador im 18., 19. bis hinein ins 20. Jahrhundert erinnert wird. Battle Harbour eignet sich durch seine Lage jedoch auch hervorragend für Expeditionen, um Wale und Eisberge von Nahem zu sehen. Die Eisberge in der sogenannten Straße der Eisberge haben ihren Ursprung im grönländischen Eisschild und bestehen aus 10.000 Jahre altem arktischem Eis. Ich bin zurück in Neufundland, dieses Mal jedoch im Norden, denn hier besuchen wir die dritte UNESCO-Welterbestätte auf unserer Reise. Das Wikingerdorf von Lonzo Meadows. Das 1961 entdeckte Wikingerdorf am nördlichsten Ende der Insel stellt die bisher einzige entdeckte Siedlung ihrer Art in Nordamerika dar und beweist die lange umstrittene Theorie, wonach die Entdeckung Amerikas durch europäische Seefahrer schon 500 Jahre vor Christoph Kolumbus stattgefunden hat. When contact occurred here at Lonzo Meadows between the Norse and the Aboriginal peoples, it symbolizes the completion of the encirclement of the earth by humanity.
den letzten Stop auf meiner Reise in Steady Brook ging es auf Stand-Up Paddleboard und ins Kajak. Nach Fjorden, Eisbergen und Walen beende ich meinen Roadtrip durch Neufundland und Labrador hier am Humber River. Mehr Infos zu allen Spots, die ich besucht habe, gibt's im Artikel, der unter diesem Video verlinkt ist. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren für neue Reisevideos jeden Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Die Carretera Austral in rural Patagonia, known as one of the most scenic roads.